Meine lieben Mädels, heute möchte ich euch erklären, wie ihr die fruchtbaren Tage mit eurem Persona-Testgerät testen könnt. Ich habe jetzt hier das weiße Modell, das Vorgängermodell. Mittlerweile gibt es ja schon den schwarzen digitalen Persona. Und ich will euch das jetzt mal so ein bisschen erklären. Also Persona stellt ihr am besten auf die Mittagszeit ein, weil mittags das LH, das luteisierende Hormon, im Urin am höchsten ist. Ich teste immer meist so gegen 13 bis 14 Uhr. Das ist immer so die perfekte Zeit. Persona sagt zwar mit Morgenurin testen, ich sage mit Mittagsurin testen. Ihr stellt ihn also am besten auf 13 Uhr ein, wenn ihr eure Periode habt, und da könnt ihr also nichts falsch machen. Also, hier ist jetzt die Persona-Packung. Auf dem Bild ist zwar der schwarze neue digitale Persona zu erkennen, aber ich habe halt, wie gesagt, noch dieses alte Testgerät, das ich schon seit Jahren habe, und der funktioniert super. Die Batterien halten auch unheimlich lange. Hier ist nochmal die Gebrauchsanweisung. Was ihr beachten solltet in der Gebrauchsanweisung, wird nochmal so ein bisschen beschrieben, wie ihr den benutzen sollt, wann ihr den benutzen sollt, weil eigentlich ist ja Persona dazu gedacht, um hormonfrei zu verhüten. Aber ihr könnt damit auch euren Kinderwunsch realisieren, indem ihr die fruchtbaren Tage einfach für euch feststellt und eingrenzt, und er zeigt euch auch den Eisprung an. Was müsst ihr noch beachten? Also in der Gebrauchsanweisung steht drin, 15 Sekunden in den Urinbecher halten, das Teststäbchen. Ich sage nur 10 Sekunden. So, jetzt habe ich ja hier schon mein Teststäbchen rausgeholt. Das öffnen wir jetzt mal und holen das Stäbchen raus. Gut, reicht. Ist ein bisschen schwer zu öffnen, aber es kommt. Einmal rausziehen. 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 So. Genau. So. Das ist jetzt das Teststäbchen. Das habt ihr jetzt rausgeholt. Die Schutzkappe ist noch hinten aufgesteckt. Jetzt öffnen wir den Persona. So, der Persona zeigt euch an, wann er eine Urinprobe haben möchte, indem er mit dem gelben Blinkleuchtchen da leuchtet. Und euch sagt, ich möchte jetzt gelb für Urin eine Urinprobe haben. Jetzt nehmt ihr euer Persona-Teststäbchen und haltet es für 10 Sekunden in den Urin. So, wenn ihr das getan habt, klickt ihr das Käppchen vorne drauf. Mal hier so wieder draufstecken. Jetzt ist der Persona mittlerweile ausgegangen, das macht aber nichts. Dann einmal hier vorne auf den Startknopf drücken, dann geht er wieder an. Und jetzt so rum, ihr seht, die Testfläche wird schon durchfeuchtet. Einfach hier reinklicken. Und jetzt fängt die gelbe Leuchte an zu blinken. Und jetzt wertet der Persona aus. Jetzt heißt es warten und warten. Manchmal hat das schnell. Je höher das Hormon im Urin ist, umso schneller geht es. Und je weniger drin ist, umso länger dauert das manchmal. Muss man ein bisschen Geduld haben. Das dauert 3 bis 5 Minuten. Manchmal aber auch bis 10. Persona sagt, dass das Teststäbchen reagiert auf 25 International Units pro Milliliter vom LH, das heißt dieses IU oder IE, was ihr da hinten auf den Tests oft lesen könnt. Das ist also eine internationale Maßeinheit. Ich behaupte aber, dass das Teststäbchen schon bei 10 IU pro Milliliter anschlägt.
Ich kann mich natürlich auch irren, aber durch meine jahrelange Erfahrung habe ich das halt für mich so festgestellt, dass der oft sogar schneller positiv zeigt als ein 25er-Test mit 25 IU pro Milliliter. IU pro International Unit pro Milliliter, LH. Aber das ist ja eigentlich unwichtig. Steht immer hinten auf der Packung. Weil bei Persona könnt ihr das nicht so leicht feststellen, weil es eigentlich irgendwo gar nicht drauf gedruckt ist, aber ist ja egal. Ihr habt ja euren Monitor. Die Persona-Teststäbchen könnt ihr natürlich auch ohne Monitor benutzen. Ich erkläre euch das auch gleich, wieso. Weil das im Prinzip genauso einfache Ovulationstests sind wie normale gewöhnliche Ovulationstests, die ihr vielleicht bei eBay in Großpacks billiger kaufen könnt. Persona-Stäbchen sind teuer. Persona und Clear Blue ist das gleiche. Es gibt also auch diese Clear Blue Fertilitätsmonitore. Das ist dasselbe. Das sind die gleichen Stäbchen. Mittlerweile hat's Persona auch draufgedruckt, dass es das gleiche ist von den Machern von Clear Blue. Vor Jahren war das leider noch nicht so. Aber mittlerweile hat sich das geändert, weil viele sehr irritiert waren und wussten nicht, was kaufe ich denn jetzt? Und im Prinzip sind das die gleichen Teststäbchen. Er wertet noch aus. Warten wir mal ab. Was ihr vielleicht beachten solltet, wenn ihr den Monitor einstellt auf die Mittagszeit, wenn ihr angenommen auf 13 Uhr draufdrückt, den ersten Tag der Periode, hier ist ja dieser Menstruationsknopf, da drückt ihr ja drauf und bis zum fünften Tag der Menstruation könnt ihr ihn einstellen, indem ihr ihn gedrückt haltet. Angenommen, ihr stellt ihn auf 13 Uhr ein, dann könnt ihr in dem Zeitraum 3 Stunden vorher und 3 Stunden nachher messen. Dazwischen geht nichts. Wenn die Zeit abgelaufen ist, geht's leider nicht. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr ihn auf 13 Uhr eingestellt habt, ab 10 Uhr messen und 13 plus 3 bis 16 Uhr. Danach ist leider alles vorbei und ihr müsst einen Tag warten. Oder ihr benutzt euer Teststäbchen einfach mal so. Das geht auch. Es gibt natürlich auch manchmal die Gefahr, wenn euer Urin zu flüssig ist, weil ihr zu viel vorher getrunken habt. Ich empfehle euch 3 Stunden bis 2 Stunden vorher nichts bzw. kaum zu trinken, damit euer Urin schön konzentriert ist. Und dann gibt es natürlich die Gefahr, wenn ihr zu viel getrunken habt, dass ihr das Ergebnis verfälscht. Und das macht das Ganze dann natürlich unsicher. Und deswegen hat dieser Persona, falls ihr ihn zur Verhütung nutzen sollt, eine hohe Rate an nicht gewollten Schwangerschaften. So, jetzt ist er fertig. Jetzt könnt ihr das rausnehmen, das Stäbchen. Er zeigt rot an, rot für fruchtbare Tage. Wenn hier ein Eisymbol wäre, jetzt hier an der Seite, wäre das der Eisprung. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt schauen wir uns mal das Stäbchen an. Also, wie ihr seht, ist das jetzt hier kurz vorm Eisprung, weil beide Balken zu sehen sind auf dem Persona. Allerdings befindet sich der LH-Streifen bei diesem Ovulationstest auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite wie bei anderen Tests. Also muss auf der rechten Seite der Streifen deutlicher zu sehen sein, beziehungsweise beide gleich stark. Dann hätte Persona mir auch schon das Eisymbol angezeigt. Aber ihr seht, es ist ziemlich höchst fruchtbar. Es sind die fruchtbaren Tage auf alle Fälle da und eine hohe Chance, schwanger zu werden. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Erfolg.
ob mit Verhütung oder ohne, dass ihr mit dem Gerät gut zurechtkommt. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich bin damit sehr gut zurechtgekommen. Auch in den Zeiten, wo ich keine Kinder haben wollte, konnte ich meine fruchtbaren Tage damit sehr gut eingrenzen und bin auch nicht schwanger geworden, beziehungsweise bin schwanger geworden bei Kinderwunsch. Viel Erfolg, eure Katja.